Blaue Stunde. Kein Zug. Nirgends. Nur das leise Kratzen von Annikas Stift auf dem Papier des Kreuzworträtselheftes. Wie war noch gleich die Kreuzesinschrift von Jesus Christus? Mit 4 Buchstaben. Ich will gerade antworten, da schreit Annika auf. Was meine sensible Annika so schockiert, ist ein nackter Mann, der mit weit aufgerissenen Augen durch den Gleistunnel gerannt kommt. Ganz nackt? Nein. Je näher er kommt, desto besser erkennt man die stilvolle Kombination aus hochgezogenen weißen Tennissocken und einer schweren silbrigen Uhr am linken Handgelenk. Hallo? Sag mal, was soll denn der Auftritt? Wie rennst du denn hier rum? Wie heißt du denn? So geht das bei Gestörten. Einfach sprechen, duzen, eine Diskussionsgrundlage schaffen. Ich bin Jahwe. Jahwe? Er bestätigt. Jahwe. Ach, du bist das! Warum rennst du hier so rum? Warum hast du es so eilig? Jesus und der Teufel sind hinter mir her, sagt er. Jesus und der Teufel? Ja. Warum? Die beiden wollen mich umbringen und dann mit meiner Visa-Karte einkaufen gehen. Meine Damen und Herren am Gleis 15, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.